Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Sportlehrer. Heute geht es mal um was anderes. Wir wollen uns heute mal mit einer kleinen Challenge auseinandersetzen, einer kleinen Herausforderung, in der es darum geht, so viele Liegestütze wie möglich in 30 Sekunden zu machen. Viele von euch werden diese Challenge bereits kennen. Über verschiedene Kanäle, unter anderem auch YouTube, werden diese veröffentlicht, werden Wetten abgeschlossen, wie viele Liegestütze schafft man denn so innerhalb von 30 Sekunden. Und ich habe das gesehen und fand es mal ganz interessant, weil ich in 30 Sekunden eigentlich noch nie so viele Liegestütze gemacht habe, damit ich weiß, wie viel ich überhaupt in dieser Zeit machen kann. Also ich glaube, wir testen das einfach mal aus. Die Regeln werden eigentlich offiziell so gehandhabt, dass man sagt, zwischen Oberarm und Unterarm sollte nach Möglichkeit ein 90-Grad-Winkel entstehen. Und beim Raufdrücken sollten nach Möglichkeit die Arme gestreckt sein. Das ist natürlich in der Theorie alles ganz toll und alles schön. Bei den Videos, die ich mir angeschaut habe, ist es dann so, ja, okay, es ist nicht 100% korrekt ausgeführt, aber man kann schon erkennen, dass es sich dabei um korrekte Liegestütze handelt. Zudem soll man zwischen Brust und Boden eine Faustbreit Platz lassen, beziehungsweise vielleicht auch einen Gegenstand hinlegen. Häufig wird eine Toilettenpapierrolle genommen, um zu sehen, dass man mit dem Brustbereich weit genug nach unten kommt. Das heißt also, der Winkel zwischen Unterarm, Oberarm und die Streckung der Arme sollte vorhanden sein und zusätzlich sollte man mit der Brust den Gegenstand auf dem Boden berühren. Okay, dann bevor wir loslegen, hier noch ein paar Grundinformationen. Der aktuelle Rekord bei den Liegestützen liegt bei, ich glaube, das waren 65 Wiederholungen in 30 Sekunden. Das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Also wenn man sich überlegt, mehr als 2 pro Sekunde und das über diesen Zeitraum, also ich glaube nicht, dass das machbar ist für mich persönlich. Was man so sagen kann, ein Schnitt liegt so zwischen 37 und 45. Das ist eine Zahl, mit der kann ich eigentlich schon ganz gut umgehen. Und bin selbst auch mal gespannt, wie weit bzw. wie nah, dass ich an die 40 oder vielleicht sogar darüber rauskommen werde. Für euch an dieser Stelle auch eine kleine Herausforderung. Testet das Ganze mal, nehmt euch die Zeit, 3 Sekunden ist nicht wirklich viel. Filmt euch dabei oder stoppt euch einfach nur mal, um zu schauen, wie weit bzw. wie viel Wiederholungen schafft ihr denn in 30 Sekunden unter den vorgegebenen Bedingungen. Ich ziehe mich jetzt mal noch kurz um. Das heißt, man sollte auch schauen, dass das Oberteil nicht zu weit vom Körper weggeht, sondern dass es relativ eng anliegend ist, dass man auch sieht, dass die Liegestütze gut ausgeführt werden. Und dann kann man sich eigentlich auch schon der Challenge entgegenstellen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und auch viel Erfolg bei euren eigenen Durchführungen. Es war eigentlich schon härter, als ich gedacht habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Liegestütze schneller ausführen kann. Gefühlt, ich fand es mega schnell zu dem Zeitpunkt, als ich die gemacht habe. Als ich das dann im Video gesehen habe, ich dachte, da könnte man eigentlich noch einen Zahn zulegen, aber es viel schneller hätte ich die gar nicht machen können. Gezählt habe ich, ich dachte dann 41, 42, ja, am Schluss noch beim Abklingen der Uhr hatte ich da noch ein oder zwei draufgesetzt. Also von dem her, ich denke, so runden wir das Ganze einfach mal 40, 41. Das ist realistisch für mich persönlich. Was ich natürlich auch gesehen habe, war, dass manche Armstellungen oder Winkel nicht ganz den Regularien entsprochen haben. Das liegt dann aber auch daran, dass man sich tatsächlich versucht zu beeilen, möglichst auf Geschwindigkeit geben, da natürlich dabei diese Regelung etwas außer Acht lässt. Am Großen und Ganzen bin ich persönlich für mich sehr zufrieden, was das Ergebnis angeht und bin auch mal gespannt, wie ihr das so für euch hinbekommt. Ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben und dann haben wir auch mal ein paar Vergleiche, wie das bei euch so aussieht. In diesem Sinne, sehen wir uns wieder bei einem neuen Video oder bei einer neuen Challenge von Die Sportlehrer. Bis dahin,
Ciao.